Tote, Ermordete, Kriegsverbrechen. Zehntausende sind schon gestorben. Ich möchte deutlich und klar sagen, wer der Verantwortliche ist für dieses Sterben und diesen Krieg. Das ist Moskau mit dieser Regierung und Wladimir Putin. Wir sind seit 63 Jahren Partner von Kiew. Wir sind verbunden in enger Freundschaft und unsere Aufgabe ist es, denke ich, humanitäre Hilfe zu leisten. Vor Ort mit Feuerwehrautos, mit medizinischen Geräten, aber auch hier in der Stadt, dass wir denen, die Zuflucht suchen, Unterstützung geben und ihnen eine neue Heimat geben. Wir haben versucht, mit der Straßenbahn ein Signal zu setzen. Wir brauchen Spenden, wir brauchen finanzielle Unterstützung, wir brauchen Hilfe, um weiter vor Ort die Menschen zu unterstützen, die für ihre Freiheit kämpfen und letztlich für unsere Freiheit einstehen. Wir dürfen uns an diesen Krieg nicht gewöhnen. Krieg ist nicht normal und das Sterben ist nicht normal. Und der Angriff auf die freie Welt ist nicht normal. Und das jeden Tag im Straßenbild zu erleben und zu sehen, dazu dient auch eine Straßenbahn.